Michael. Guten Morgen, ich habe euch ja versprochen, ein bisschen zu vloggen von der Bibi Blocksberg Tour. Ich nenne sie Bibi Blocksberg. Ja, vom Stück und so darf ich euch leider nicht zeigen, aber ich zeige mal so ein bisschen, wie wir auf Tour gehen. Und als erstes müssen wir kratzen. Das ist die Alicia. Eva! Das ist die Eva und die Kratz. Ja, hallo. Ich wische gerade. Achso, das ist nämlich die Alicia. Und ich finde, damit diese Irrtümer nicht passieren, brauchen wir unbedingt mal ein Intro für diese Bibi Blocksberg Tour. Bibi Blocksberg auf Tour. Auf Tour und nicht auf Kur. Bibi Blocksberg auf Tour. Seht, was ein tolles Team auf Tour so alles macht. So, es geht los. Seid ihr gut drauf? Ja! Wir spielen heute in Alsdorf. So, wir sind angekommen und gleich erstmal hier schön in der Garderobe uns. Haben wir uns gleich erstmal schon gemütlich gemacht. Ja. Verena, alles gut? Ich bin nervös, sehr nervös. So, hier wird gerade die Bühne gebaut. Und das hier ist die Halle. Ihr seid auch alle. In der treten wir heute auf. Ey, jetzt guck mal, wie geil ist das denn, bitteschön? Die Bühne wird nicht hochgehoben, sondern das Publikum. Hier, das ist so stufenmäßig, eine Etage immer höher und dann sitzt das hier so hoch. Wie geil ist das denn? Guck nochmal, wie das jetzt aussieht. Vielleicht kriege ich nachher die Gelegenheit, das mal zu filmen, wie das dann so hochgeht. Dann schließt das da oben an, oder wie? Bin gespannt. So, nach so vielen Jahren komme ich doch nicht drum rum, mich selber mal zu schminken. Also, sie zeigt mir das gerade, die Eva, die zeigt mir das gerade. Aber ich habe schon die Grundierung. Oh, sie hat schon die Grundierung. So ein Grundierungsstift, das ist auch mal neu für mich. Ja. Beziehungsweise, ich krieg's ja sonst immer nicht mit, weil ich habe ja sonst immer meine Maske. Ja, das war mal. Ja, also. Draufschmieren und verschmieren. Das sind die ersten zwei Aufgaben. Hm, das kriege ich hin. Ja. Also, ich weiß nicht, ob der für meine Stirn reicht, hier der Stift. Das ist einmal hier. Einfach mal so ein bisschen. So, so. Ich mach so, ja. Das ist aber schon sehr dunkel. Nase. Ja, das wird dann noch alles. Wird noch heller mit dem Puder. 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 Oh Mann! Text Annette, Melodie, Instrumental Knichel. So, ich habe mich das erste Mal in meinem Leben selber grundiert. Aber jetzt musst du das weiße Puder nehmen. Oh, auch noch. Ja, dieses pulverig-pudrige Pulverpuder hier. Wo ist mein Puderluder, wenn ich sie brauche? Dein Puderluder. Ich nehme meinen Pinsel. Nimm mir deine Pinsel und stecke ihn in dein Gesicht. Was? Das ist natürlich kein Problem. Natürlich nicht. Meine Pinsel ins Gesicht zu stecken. Ich glaube, da ist rot dran. Sieht aus, als wäre der an dem Pinsel rot dran. Nicht, dass du jetzt rote Nase schminkst. Oh, doch. Ein bisschen Rouge muss sein. Ich würde das hellere nehmen auf jeden Fall. Das da, ne? Das ist sehr pink. Ja, das, nee, das ist pink. Auf meinen Augen. Pink, die Zeit ist vorbei. Hier. Das war zur Einhornzeit. Nee, das war, ja, bei Hairspray auch, stimmt. So, und dann nur die Wangen. Ja, so ein bisschen. Das ist leider auch braun. Ich bin braun. Braun ist doch hier auch. Ja, aber da kommst du mit dem dicken Pinsel nicht ran. Oder komm ich mit dem dicken Pinsel nicht ran? So, und nochmal schminken, weil ich vergessen habe, mit dem Bart abzunehmen. Die Barbara Blocks. Der Knichel, wer ist Knichel? Aber wie schön das ist. Das ist Mimi Blocksberg. Kawakasi und Kartoffelbrei. Die Bühne fährt, nee, das Publikum fährt nach unten. Und ich dachte, wir fahren nach oben. Es fühlt sich ein bisschen an, als wenn... Hell. Tatsächlich, also man hat das Gefühl, wir fahren nach oben, aber das stimmt nicht. Das ist ja witzig. Oh, jetzt kippt das. Jetzt kippt das. Das ist ja krass. Wie geil. Aber ist ja ganz schön tief, ne, für die erste Reihe. Oh, guck mal, was wir gekriegt haben zur Premiere. Oh. Oh, Leute, guck mal, wer hier ist. Hier ist Shubia Wanshaar. Hallo. Am Essen. Und Bibi. Hallo. Die echte Bibi Blocksberg hier. Und die Barbara ist auch. Die Barbara ist hungrig. Ja. Und Walpurgia. Die echte Walpurgia. Oh mein Gott, der erste Gong ist raus, der erste Gong ist raus. Es geht los. So, das war meine Premiere mit dem tollen Cast hier. Ja, weiter geht's nach. Wo geht's jetzt hin?
Nach Osterholz-Scharmbeck! So, heute sind wir in Osterholz-Scharmbeck. Juhu! Juhu! Hier, guck mal, was wir für schöne Garderoben haben. Ich war noch ein bisschen hoch. Entschuldigung, hier sitzt einer. Alter? Ich lass die mal alleine. Oh, guck mal, was wir hier für schicke Garderoben haben hier. Hallo! Das ist heute unsere Bühne. Und das ist der Saal. Das war meine erste Tour. Huhuhu. Und hier habe ich noch Bibi und Schubi habe ich noch gefunden hier im Backstage. Bis zum nächsten Mal. Denn es heißt Bibi Vlogsberg. Hier könnt ihr noch meinen Kanal, den von Sonja und natürlich den offiziellen Bibi Vlogsberg Kanal abonnieren. Meine weiteren Spieltermine findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis bald, euer Knichel.